Wir haben heute ein echtes Marktforschungsinstitut gemietet. Echte Forschungsbedingungen, echte Probandin, echte Kittel. Und echte Klemmbretter. Und das Ganze werden wir aufzeichnen. Also aus wissenschaftlichen Gründen natürlich. Rein wissenschaftlichen Gründen. Wir haben da zwei Kameras, das ist das Team des ZDF-Magazin Royal. Und ich würde sagen, jetzt machen wir ein bisschen Wissenschaft. ModeratorInnen sind die Gesichter der Sender. Doch wie kommen öffentlich-rechtliche Gesichter bei den ZuschauerInnen an? Sortieren Sie diese Moderatoren nach der Qualität der Zähne. Eben direkt umdrehen, ja. Da wo 5 ist, kann man die 1 hinmachen. Ja. Zarella hat sehr gute Zähne. Gemacht. Wie würden Sie jetzt die Zähne von Oliver Welke einschätzen? Ja. Also ich glaube, der hat Angst, den Mund ganz aufzumachen. Ja, ja, ist gut. Ja. Und Herr Böhmermann? 2. Tja, nun ist natürlich Oliver Welke beim Thema Zähne ein bisschen abgehängt. Ist das fair? Der hat Angst vor dem Zahnarzt. Ja. Ja, ich würde ihn auf 3 setzen. Also ein bisschen Zähne zeigt er. Ein bisschen Zähne zeigt er ja. Geben Sie als Zuschauer viel auf Äußerlichkeiten? Haben Sie schon mal abgeschaltet, weil Ihnen jemand nicht ästhetisch genug war? Doch, das kommt schon mal vor. Ja, bei wem war das der Fall? Och, das sind diese Leute, die da mit Mütze auftreten und so einen Blödsinn da machen. Mhm. Und sorry, manche Frauen auch, die sich doch ein bisschen ordinär benehmen. Der Zuschauergeschmack ändert sich immer schneller, wie wir gerade auch besprochen haben. Da heißt es für die Programmmacher am Ball bleiben. Deswegen zeigen wir Ihnen hier auf dem Bildschirm echte Ausschnitte aus dem öffentlich-rechtlichen Programm. Bitte schauen Sie die folgenden Ausschnitte aufmerksam an und sagen Sie Mörp, wenn Sie sich vom gezeigten Programm angesprochen fühlen. Wir würden das einmal testen. Mörp. 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 Ey, was ist das denn für eine Session hier? Mörp. Jede Menge Kompostis. Aber ich will hier keinen anpumpen. Ich habe ja selber die Arschkarte gezogen. Mörp. Ey, weißt du, meine Ellies, die haben voll gecheckt, dass ich im Psychohaus, also im Büffelbunker, bei der letzten Prüfung voll endmadig abgekackt bin. Mörp. Mhm. Viele Mörps. 3 Mörps, 1 Och nee. Nee, da ist so eine Zumutung, oder? Ganz furchtbar. Also. Mhm. Auch musikalisch? Ja. Also ich habe 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär, Bär, Bär. Was glauben Sie, was hier parodiert wird? Also wir haben die Jugend-Hip-Hop-Szene? Mhm. Genau, er kann es so überziehen, weil er ja eigentlich meiner Altersgruppe entspricht. Mhm. Und wenn wir uns über die Jugend lustig machen, dann geschieht das halt so. Welche dieser Moderatoren ist für Sie top und wen finden Sie bottom? Johannes B. Kerner, top oder bottom? Bottom, bottom, top. Ich habe nachher schon teilweise ausgemacht, wenn ich wusste, der quatscht da rum, da dumme Zeug, also das konnte ich nicht ertragen. Ja, also das ist anstrengend, wenn man ihm folgen möchte. Hm. Zumindest in seiner Quizshow oder was er da macht. Mhm. Eckhard von Hirschhausen. Dr. Eckhard von Hirschhausen, top oder bottom? Top, top, Eckhard von Hirschhausen, bottom, top, top, bottom, top, bottom. Mir ist er unsympathisch, das tut mir zwar leid für ihn, aber es ist einfach so. Ich denke mir mal, er hat vieles fürs Geld gemacht. Fazit, Eckhard von Hirschhausen gilt bei 40% des ÖRR-Publikums als bottom. Die Verwendung von Jugendsprache sollte im Fernsehen um 83% erhöht werden. 100% der ZuschauerInnen bewerten die Qualität der Zähne von Jan Böhmermann als deutlich schlechter als die von Markus Lanz.